Und herzlich willkommen zum Groß... Oh, die sind ein bisschen in der Überzahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Ich würde sagen, es ist Zeit für Isaacs Geschosshagel. Aus dem Hinterhalt. Und das gleiche nochmal von vorne. Vielleicht direkt auf ihn. Oh, sie gehen jetzt alle auf mich? Wo ist Linu? Hallo, Linu? Da. Hallo, Linu. Guck mal, ich habe Besuch mitgebracht. Es ist kein netter Besuch, aber Besuch. Du weißt doch, Besuch macht Freude. Wenn schon nicht im Kommen, dann im Gehen. Das hätte ja noch voll nach hinten losgehen können. Oh, verpufft. Jetzt müssen wir Malani retten. Kommst du mit, Linu? Danke. Mein Vertrauter ist tot. Ich habe Schaden bekommen, deswegen. Wir spitzen die mal an, die Leute. Und locken sie hier hin. Na. So, es sind immer noch sehr viele. Es ist, wir sind da sehr unvorsichtig reingerasselt. Oh, wir könnten uns hinten anstellen. Naja. Oh, ist schwer verwundet. Ja, hol ihn mal. Danke. Das war etwas heftig. 20 Erfahrungspunkte geben die nur. Vor lauter Gucken sollte ich mal gucken, dass die mich nicht zu sehr treffen. So, wie wär's mal mit Heilung? Kümmert euch um mich! Im Zweikampf bin ich nicht so. Genauso wie es unschlau ist, eine Fernkampfwaffe im Zweikampf zu führen. Ich brauche Heilung! Aber kümmert euch um mich! Aber klar, weißt du, sie ist nett und macht das. Und du pumpst sie an. Das ist nicht schön. Oh, wir sollten die Zeit mal zurücksetzen. Ja! Herzlich willkommen nochmal zurück an diesem Donnerstag. Richtig. In dieser richtigen Reihenfolge. Wir können Malani eigentlich gleich nochmal wiederholen. Ich wollte nicht groß Zeit verlieren mit An- und Absage. Was ich ja sonst immer gerne mache. 5 Minuten An- und Absage. Ich kann nicht anders. Das ist wie mit Kommentaren beantworten von irgendwelchen Leuten. Wenn die halt so lang werden, dann werden die halt so lang, weil es gibt halt einfach manchmal auch viel zu sagen. Im Gegensatz zu jetzt. Ich habe jetzt eigentlich mal ganz vorbildlich alle Folgen vorproduziert für diese Woche. Nicht mehr so nah am Mann produzieren. Obwohl es auch geht. Es funktioniert auch irgendwie. Aber ich fühle mich wohler, wenn ich... Oh, fast hätte ich die Tür aufgemacht. Wenn ich... alles schon parat habe. Und mich nicht mehr groß umkonzentrieren muss. Mal gucken, wie das nächste Woche aussieht. Ja, ich bin jetzt ja die erste Woche dann... Hier habe ich die Wohnung für mich. Ich kann machen, was ich will. Habe ich jetzt schon 3 Tage lang gemacht. Allmählich wird es langweilig. Oh ja, das ist wie mit Ferien. Die ersten 3 Tage sind so richtig cool. Und dann denkt man sich so, oh, und was machst du jetzt? So viele Türen, was soll das denn? Oh, eine Goldmünze. Wow. Wow, ich bin begeistert. Erstmal was trinken hier. Ups. Oh, bald knapp 1,5 Stunden am Reden. Ich meine nicht, dass mir das was ausmachen würde, aber irgendwie kriegt man irgendwann bald mal einen salzigen, einen trockenen Hals. Guck mal, Malani, schon wieder eine rote Tür. Walte deines Amtes. Malani gehört zur Fraktion der Roten Türhasser. Das ist eine spezielle Form des Kolorismus. Ich liebe alle Farben, außer Rot. Rot hasse ich. Ich hasse alles, was rot ist. Da ist sie sehr, sehr verwandt mit irgendwelchen Stieren. Ja. Das sind auch Anhänger des Antikolorismus. Nee, des Kolorismus. Des spezifischen Kolorismus, genau. Des ruschiralen Kolorismus. Ja, ich schmeiß gerade mit beliebig aneinandergereihten Worten um mich. Also nicht, dass es das wirklich gibt.
dass es einer auf die Idee kommt, das zu googeln. Wobei, vielleicht ist es ja eine Wissenschaft, die erst noch im Entstehen begriffen ist. Wir wissen es nicht. Oh, nee, den Wandschrank, nicht die Tür. Na ja, okay, nachher wollen wir diese Tür unbedarft durchschreiten und würden dafür mächtig auf den Deckel bekommen. Deswegen ist es ganz gut, wenn Malanie da ein bisschen Vorarbeit leistet. Das ist sehr, sehr, sehr nett von ihr. Wirklich äußerst freundlich. Ganz herzallerliebst. Yay, eine funkelnde Halskette. Wenn ich für jede funkelnde Hals... Ups. Wenn ich für jede funkelnde Halskette in diesem Spiel einen Euro zur Seite gelegt hätte, dann hätte ich jetzt einen Euro. Oh, schon wieder eine Falle. Aber wir scheinen hier mal richtig im Studierzimmer zu sein, aber so richtig im Studierzimmer. Wetten, dass jeder dieser Truhen auch irgendwie eine Falle hat? Ja, oh. Sagte sie und machte sie auf. Ich kenne das doch schon. Abgeschlossen. Nee, nicht Malanie verwirren. Die soll jetzt erstmal die Truhe hier aufmachen. Entschärfen. Sehr gut. Na, ist auch abgeschlossen? Ja. Dann öffnest du erstmal diese Truhe. Oh, ich filme hier voll auf die... auf die 12 hier. Oh, 2. Oh. Ja, puh. Ich würde 2 Goldmünzen auch mit einer Falle unten im Schloss sichern. Immer. Das ist, gängige Praxis bei uns reichen Leuten, weil ich auch so reich bin. Das ist mein Haus, das ist mein Auto. Ich habe gar keinen Führerschein. Malanie, wärst du bitte so freundlich und... wo ist denn das jetzt? So. Dann mache ich das halt selbst. Aufsperren. Polizei. Bitte aufmachen. So, Verbindung lösen. Ach nee, falsche Truhe. Oh, wir steigen bald auf. Noch 6000 Erfahrungspunkte. Da ist die vergoldete Urne. Diese Urne verrät einen vergeblichen Versuch, sie prächtig aussehen zu lassen und enthielt in früheren Jahren wohl die Asche eines angesehenen, aber verarmten Händlers oder niedrigen Adligen. In jüngster Zeit enthielt sie stattdessen köstlich duftende Pfefferminzleckereien. Auffällig ist auch die große Beule. Man nimmt an, dass sie vom Schädel eines unbekannten Opfers stammt, dem man die Urne mit viel Schwung auf den Hinterkopf geschlagen hat. Danach muss das Opfer ähnlich verbeult gewesen sein wie die Urne. Merkwürdigerweise hat jemand die Worte "Alles Gute, Ophala Celloston" unten auf dem Boden der Urne gekritzelt. Mhm. Nachricht von Hodge und eine Keule plus 1, yay. Die Botschaft ist von Hodge an Ophala Celloston gerichtet. Sie besteht fast nur aus unflätigen Beschimpfungen und Flüchen. Offenbar tauschen die beiden schon seit einiger Zeit derartige Botschaften aus. Hodge ist offenbar gar nicht begeistert darüber, dass er erneut aus seinem Versteck fliehen musste. Ihm wird das Schicksal eines bezwungenen Feindes zuteil. Tja, man kann nicht alles haben. hier war doch noch irgendwo eine Tür, genau, und sie ist mit einer Falle gesichert. Und wenn wir die haben, können wir dann per Anhalter durch die Galaxis, wollte ich schon fast sagen. Wenn wir die dann endlich haben, können wir... Na, noch ein Schlafzimmer. Tatsächlich. Mit schweren Wunden heilen. Ich könnte mal ein bisschen aufräumen hier. So, so, so. Haben wir noch mehr davon, ne? Nein, so nicht. Und so. Oh, Behälter voll oder was? Tatsächlich. Boah. Ah, wir sind weg. Tschüssikowski. Ah, Leute. Ach ja, ich wollte mir die Arbeit hier mal erleichtern. Wie war denn das? So. Und toll, jetzt ist die letzte... Wir sperren sie zu. Aus Prinzip, jetzt ist die letzte Truhe nicht mal verschlossen. 32 Gold, nett. Und 5 Gold, auch nett. So, geben wir die Quest einmal ab. Ah, dann war das doch eine erfolgreiche Woche. Ja, ich kann euch schon sagen, wir haben die Gruft hinter uns gelassen. Morgen werden wir die Gruft hinter uns lassen.
mehr oder weniger erfolgreich. Die Folgen sind ja schon abgedreht. Freut euch drauf. Abgedreht ist gut, weil die Geschichte ist halt einfach so. Alles klar. Herr Kommissar. Horde wahnsinniger Jugendlicher. Losgelassen auf die Welt, auf den Friedhof. Die sich mit Jungs in der Gruft küssen. Das alles diese Woche bei Neverwinter Nights 2. Ach ja, verdorbene Jugend, das hätten die bei Neverwinter Nights 1 nie gemacht. Da hätten die gewartet, bis sie verheiratet sind, um auf den Friedhof zu gehen. Unsichtbarkeit stimmt doch gar nicht mehr, wir sind nicht mal ausgegraut. Hier steht jede Menge Volk steht hier rum. Sudede. Das war die Mondscheinmaske, oder? Na? Oder auch nicht? Hm. Kalter Kaffee. Na, lecker. Ein Schenkengast. So, wen haben wir denn? Gillis. Uffala. Einmal mehr meine Grüße. Aber Kunstzeug, das vielleicht interessant sein. Nun, wenn ihr das so formuliert, kann ich nicht widerstehen. Ich suche nach einigen Dingen. Was habt ihr denn? Beschreibt die Besorgung der Statuette von Androth Golden. Sehr gut. Ich habe seine Arbeit nie gemocht, aber erst recht würde ich niemals zulassen, dass er dieses Stück behält. Besonders nicht, seitdem ich die Dinge zwischen uns verschlechtert haben. Hier, ich werde euch dieses Stück jetzt bezahlen. Ausgezeichnete Arbeit. 400 Goldmünzen sollten angemessen sein. Oho, oho, auf jeden Fall. Es gibt noch mehr für euch zu holen. Kommt zurück, wenn ihr fündig geworden seid, und ich werde euch belohnen. Außerdem gebe ich euch noch etwas obendrauf, wenn ihr alle drei Objekte in meinem Besitz sind. Schreibt die Besorgung des Porträts von Thom Rumbottom. Vielen Dank, sein Onkel war mir immer egal, aber Thoms hat dies auf einer seiner empfindlichen Leinwand gemalt, die nicht in seinem Besitz bleiben durfte. Außerdem gibt er nun vielleicht endlich Ruhe. Er ist kein großer Freund der Mondsteinmaske. Ich glaube, er hat ein körperliches Problem. Das glaube ich auch. Hier bla 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 bla. Es gibt noch mehr zu holen. Beschreibt die Besorgung der Urne von Hodge. Die Urne hat keinen wirklichen Wert, aber ich lege mich gerne mit Hodge an. Wenn ihr mir ihm damit auch noch einen Plan vereitelt habt, ist das mir doppelt recht. Hier, ich werde euch dieses Stück jetzt bezahlen. Das ist das letzte Objekt. Diese Gegenstände sind immer von hohem persönlichen Wert für mich gewesen. Und ich bin mehr als gewillt, zu dem, was ich bereits bezahlt habe, ein kleines Extra zu spendieren. Hier in dem Pfeffer und Goldmünzen und eine kleine Überraschung. Ihr habt sie euch verdient. Oh, danke. Ihr wisst, mich seinen Wert mehr als das. Misserfolg. Ich will ja nichts Schlechtes über euren Geisteszustand sagen, aber ihr habt Unrecht. Ich habe euch bezahlt, was ihr verdient habt. Ich glaube auch. Aber man kann es ja mal versuchen. So, jetzt haben wir hier einiges bekommen, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas mehr? Vielleicht eine funkelnde Halskette? Achso, können wir... Einmal mehr meine Grüße. Wir erzählen von Hinterzimmern, los. Ist euch nach ein wenig... Tschüss, ja. Wer ist hier für den Handel zuständig? Ja. Bist du das? Jetzt verschwindet schon. Ich habe keinen Grund, mit euch zu sprechen. Und ihr habt keinen Grund, mit mir zu sprechen. Wer ist denn hier der Händler? Achso. Seid mir gegrüßt, schöne Dame. Würdet ihr mir gerne ein wenig Gesellschaft leisten? Ich nicht hier arbeiten. Ich wollte Informationen über Mondscheinmaske. Ah, ihr seid nicht nur gut aussehen, sondern auch intellektuell. Ey, versuchst du mich gerade mit Ironie? Also gut, ich werde euch so gut wie möglich antworten. Lebt wohl. Super. Trogo vielleicht? Torgo? Was kann ich euch bringen? Brauchen Passmünze. Sie kostet hier jeweils 200 Goldmünzen. Ihr müsst zuerst mit Uffala sprechen, bevor sie euch nach oben lässt. Ach so, gibt wohl. Ich möchte gerne Sachen verkaufen. Was haben? Ah, Händler ist unfreundlich, ist uns egal. Vielleicht können wir... Wo sind denn jetzt die Fallen? Hier.
Ah, tatsächlich. Sehr schön. Stiefel nicht identifiziert. Sind das Laufstiefel oder so? Ach, Rettungswürfe, Reflex. Reflexstiefel. Laufstiefel verbessern nämlich die Konstitution. Und das ist immer sehr schön. Ah, endlich die Fallen loswerden. Das ist so schön. Keine Fallen mehr. Unsere Schlüsselsammlung hier. Und alle Ringe. Na, fast alle Ringe. Funkelnde Halskette. Aventuren. Und das ist egal, ob sie gestohlen sind oder nicht. So. Ja. Sonnenauswahl, Wasser verkaufen wir nicht. Ach, da ist noch eine Falle und noch eine funkelnde Halskette. Amulette Säureresistenz. Oh, nö. Unser Gold wächst wieder, bis wir irgendwas gefunden haben. Das Elfenamulett behalten wir. Das war ja von Linu. Feenstaub. Und die Rückkehr der Bestien. Genau, Bücher wollten wir auch noch verkaufen. Den Rückrufstein kann man zum Glück nicht verkaufen. Das hätte ich in meinem Tran sicher schon mal gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was der so hat. Also, Geschicklichkeitsarmschienen. Was haben wir denn hier? Rüstungsarmschienen plus 1. Nee. Der Gürtel ist eigentlich auch ganz gut. Was? Maske soll das sein? Der Überzeugungskraft. Also, ich weiß nicht, wenn mir jemand mit so einer Maske gegenübersteht, wäre ich nicht sehr überzeugt. Nein. Aber es erhöht den Charisma-Wert. Wir sind ja eh schon relativ charismatisch. Dann könnten wir den ja noch mehr erhöhen. Durchdringungspfeil. Die haben nur Pfeile. Das ist ja doof. Diskriminierend. Natürliche Rüstung plus 1. Nö. Nö, nö, nö. Schutzring plus 1. Die sind ja leider nicht kumulativ. Deswegen ist es egal. Was ist das denn? Oh, Verstrickung. Okay, ja, nö. Nö, nö. Das war's dann. Terra meinte, wir sollten noch in der Söldnerschenke mit irgendwem sprechen. Wie hieß der denn? Boderick oder so? Das können wir doch gleich nochmal machen. Und der Klingenhandel waren... Der Klingenhandel waren dort hinten. Waffen und Rüstung für den strahlenden Ritter. Das kam ja auch bei Neverwinter Nights zweimal vor, ne? Dieser Name. So, hier ist der Klingenhandel, da sie aussieht wie so eine kleine Burg. Da gehen wir doch da mal rein. Außerdem bekommt man da irgendwelche Sachen oder so. So, Dalen Rottiger, den wollen wir nicht haben. Cracks. Hallo Cracks. Jeder Mädel, ich schätze mal, ich habe ein wenig Zeit zum Tratschen. Ziemlich ruhig hier im Klingenhandel. Und diese Schankmaid ist auch nicht gerade willig. Lebt wohl. Ah, tschüss. Wiedersehen. Händler. Bodynock. Da, Bodynock. Mit dem sollen wir sprechen, oder? Wie siehst du denn aus? Die Stirn dieses gnomischen Hexenmeisters liegt permanent in Falten, intensivster Konzentration, während er die Welt um sich herum mit umfassendem analytischem Blick beobachtet. Hi, Bodynock. Hey da, ihr seht mir weder wie ein niewinterer Soldat aus, noch leidet ihr offenbar unter der Pest. Ich leide eher innerlich, Michse haben schon Gehirn gegessen. Aber ihr legt ein gewisses Verhalten an den Tag, das euch vom Normalbürger unterscheidet. Nach meinem Beobachten würde ich sagen, ihr seid eine Abenteurerin. Du, richtig. Ich Abenteurer, ich Rapunzel Feuerfinger. Wer du sein? Ich bin Gnom Bodynock Klinke, Hexenmeister von der Insel Lantan. Ich bin erst kürzlich hier in die Mitte angekommen. Lantan? Das Insel? Wo kommen her verrückte Erfindungen und Zeugs? Meine Heimat genießt allerdings den Ruf, fantastische Maschinen und fremdartige Gerätschaften hervorzubringen, die man sonst nirgends in Ferun findet. Ist Grobner Gnomhand zufällig mit dir verwandt? Wir Lantaner sind ein Volk, das sich von den Prinzipien der Wissenschaft leiten lässt. Beobachtung, Vernunft und Logik, aber lasst euch nicht von Gerüchten und oder Hörensagen beeinflussen. Wir sind nicht alle verrückte Erfinder, wie manche euch glauben machen wollen. Ich beispielsweise bin Hexenmeister. Denken Leute von Lantan nichts mögen, Zauberleute? Da ihr selbst arkane Magie praktiziert, habt ihr sicherlich schon das Misstrauen und die Furcht von zu spüren bekommen, mit der die meisten einfache Leute unsere Kunst begegnen. Meine Heimat ist da ganz ähnlich.
Die Lanternesen. Hallo, wer bist du? Ich bin ein Lanternese. Aha. Verachten die Magie nicht, obwohl sie sie nicht verstehen. Wir verlassen uns in meinem Land jedoch viel weniger auf arkane Magie als die anderen Reiche Ferruns. Wir beziehen wissenschaftliche Lösungen bei Problemen der Magie vor. Oft kann ein Problem durch Beobachtungen und Experimente gelöst werden, ohne Magie zu beanspruchen. Manchmal ist ein wenig Arkanes nützlich angebracht. Wenn es die Situation erfordert, zögere ich nicht, meine Kräfte zu benutzen, Rapunzel. Ich mag ja aus Satan sein, aber zuallererst einmal bin ich Hexenmeister. Was machen denn Niewinter? Ich habe meine Heimat vor einiger Zeit verlassen, um die Welt kennenzulernen. Eine solche Reise ist für Angehörige meines Volkes nichts Ungewöhnliches. Ich erforschte die nördliche Schwertküste, als ich Gerüchte einer unbekannten Seuche hörte, die in Niewinter ausgebrochen sein soll. Im Namen der wissenschaftlichen Entdeckung kam ich hierher, um die neue Krankheit zu erforschen und zu katalogisieren. Glücklicherweise kam ich an, bevor die Stadt unter Quarantäne gestellt wurde. Ich beschloss, meine Nachforschung über den heulenden Tod im Bettlerviertel zu beginnen. Warum du gehst in Bettlerviertel? Die Berichte waren sich alle einig, dass die Epidemie im Bettlerviertel begann. Ich dachte, die beste Möglichkeit, etwas über die Pest zu lernen, wäre an der Quelle. Und als ich herausfand, dass die Kleriker die Seuche nicht bekämpfen konnte, dachte ich, wenn ich die wissenschaftlichen Prinzipien Latanz anwende, könnte ich eine Heilmethode finden. Ich musste jedoch leider meine Forschung im Bettlerviertel nach wenigen Tagen einstellen. Zu wenig Zeit für korrekte Situationsstudien. Was passieren? Warum du aufhören? Es ist schwierig, korrekte wissenschaftliche Nachforschung zu betreiben, wenn man ständig von Zombies belagert wird. So sehr ich meine Forschung fortsetzen wollte, so bin ich doch nicht lebensmüde. Die Zombie-Infektion im Bettlerviertel hat mich jedoch auch misstrauisch gemacht. Ich vermute, dass die wiederbelebten Toten etwas mit dem Ausbruch der Seuche selbst zu tun haben. Während die Zombies im Viertel herumwanderten, kann ich meine Theorie nicht überprüfen, aber ich denke, dass ich die Informationen, die zu einem Heilmittel führen, im Bettlerviertel finden lasse. Gut, ich gehe nun. Dann gibt es keinen logischen Grund, dieses Gespräch fortzusetzen, nicht wahr? Solltet ihr eines Tages einen guten Magier brauchen, könnt ihr gerne wiederkommen. Gut, es scheint nicht der zu sein, mit dem ich reden sollte, oder? Ist hier noch jemand? Mit wem sollte ich denn sprechen? Söldner, Söldner? Wer bist du? Händler? Söldner, Söldner, Söldner. Oh, pausiert. Warum? Ein Wandschrank. Wow, teilweise Genesung. Nehme ich mit. Braucht sicher keiner. Was will man auch während der Pest mit teilweise Genesung? Also, echt. Wen haben wir denn da noch? Das war die Bardin. Und hier stand doch der Mönch, ne? Grimmbeißer. Nein, ich brauche hier keinen Gefolgsmann. Kannst du vergessen. War es das etwa schon? Warum? Wieso sollte ich jetzt mit dem reden? Gibt es hier eine Treppe hoch oder so? Tipp! Hier ist noch ein Wandschrank. Ein Tisch, meine ich. In dem nichts mehr drin ist, weil wir ihn schon ausgenommen haben. Okay, aber es war mal ein interessantes Gespräch. Aber sonst ist hier nichts zu finden, oder? Gut, nö, dann. Also, ja. Dann würde ich mal sagen, begeben wir uns gleich mal in den Tempel und übergeben zur Feier des Tages, damit wir noch was Sinnvolles geschafft haben, obwohl wir eigentlich alles abgegeben haben, die Fallen endlich verkauft haben, übergeben wir jetzt einmal hier, Dingens, Aribeth, die vierte Zutat. Und dann werden wir sehen, wo uns das hinbringt. In den sicheren Tod wahrscheinlich, aber ja, wir werden es gleich sehen. Lang genug gewartet haben wir ja. Wir haben es auch lang genug herausgezögert, muss ich ja sagen. So, Ariba. Komm mal, ja. Euer Anblick ist mir wie immer willkommen. Seid ihr vielleicht bezüglich der vierten Kreatur aus Tiefwasser hier? Ja. Zufällig haben wir hier schon seit mehreren Tagen und Wochen. Sobald wir die vierte Zutat haben, können wir das Ritual zur Herstellung des Heilmittels beginnen. Ja, haben letztes Monster-Ding aus Tiefwasser. Wahrlich?
In eurer Brust schlägt das Herz eines Helden. Von all jenen, die danach gestrebt haben, die Kreaturen zu finden, habt ihr euch mehr als würdig erwiesen. Zum Glück reden wir hier von Herzen und nicht von Hirnen. Die Geschichte mit Riad im Schwarzhüftel. Es ist eine Schande, wie man ein derart sanftes Wesen so misshandeln kann. Naja. Die Pest tut uns schon genug an. Wir müssen nicht noch zu Elend... Was? Wir müssen nicht noch zu dem Elend, das sie verursacht, beitragen. Wir halten damit das Heilmittel praktisch schon in den Händen, Rapunzel. Wie soll Niewinter seine Schulden an euch je begleichen? Alles, was ich euch bieten kann, ist diese kleine Belohnung von 500 Goldmünzen. Wir werden gerade mit Gold zugeschissen. Danke sagen, das Menge Gold. Ihr oh ja. Ihr habt euch einen Ehrenplatz unter jenen verdient, die Niewinter in diesen dunklen Tagen zu helfen versuchten. Ihr werdet in unseren Reihen stehen, wenn wir das Ritual zelebrieren, um das Heilmittel herzustellen. Seid ihr bereit, zum Ritualraum aufzubrechen? Wir sollten so rasch wie möglich beginnen. Ja, bereit zu gehen. Dann wollen wir keine Zeit mehr vergeuden. Niewinter hat lange genug gelitten. Auf jeden. Aber... Zeremonieraum. Richter Olaf. Ja, und... Das heißt, wir werden, verdammt. Meine Grüße. Ihr habt Niewinter in diesen dunklen Zeiten einen großen Dienst erwiesen. Ich hätte doch davor speichern sollen. Aber das Spiel ist schon gespeichert. Wie wir hier sehen an der... das hier ist hier, wie heißt das? Automatische Speicherung. Aber es ist egal. Wir werden dieses Gespräch hinter uns bringen. Und dann werde ich mich von euch verabschieden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch ein bisschen Überlänge produziert. Und das nächste Mal werden wir das Ritual begutachten. Ob es das wirklich bringt, was wir haben wollen. Ob die Heilung nahe ist in Kapitel 1. Vielleicht heißt das Spiel einfach nur Neverwinter Nights 1, Kapitel 1. Vielleicht ist danach einfach gar kein Kapitel mehr. Die Stadt ist geheilt und wir haben das kürzeste Rollenspiel aller Zeiten innerhalb von knapp 60 Folgen durchgespielt. Als Zeichen seiner Dankbarkeit für eure vielen Mühen bietet Fürst Nascher euch an, bei der Erschaffung des Heilmittels zugegen zu sein. Was für eine Ehre. Bevor das Ritual allerdings beginnt, möchten die vier Anwesenden mit euch sprechen, um euch ganz persönlich für eure eindrucksvolle Leistung zu danken. Geht nun und sprecht mit ihnen. Ich muss derweil dem Herold die guten Neuigkeiten überbringen. Tschüss.